Und mit dieser wundervollen Melodie willkommen zu Ratschatian und Klankian 3. Nicht fragen, wo der zweite Teil hin ist. Das ist, ja, komplizierte Story. Warte, Maus. So, wir drücken auf Start. Wir gehen gleich hinein. Ich habe hier ganz kurz eine Welt angefangen, wie immer, weil ich kontrollieren will, dass das nicht dasselbe passiert wie bei Ratchet & Clank 2. Egal. Mein Blag-Schnaggelmonster verschlingt eine Mutanten-Sumpffliege. Tja, damit hast du wohl nicht gerechnet. Hey, was machst du? Schach und Matt. Was? Das ist geschummelt. Ganz im Gegenteil. Die Regeln besagen eindeutig, dass das Blag-Schnaggelmonster eine Allergie gegen Sumpffliegen hat, die zwei Runden anhält. Eine Wiederholung. Glück ist bemerkenswert, Sir. Aber können Sie denn auch mit Anstand verlieren? Gute Frage. Maximilian, ich verliere nie. Maximilian, der Top-deutscher Villain-Name. Agent Klink! Zum berühmten Geheimagenten. Hehe, schockierend. Harry, fahr den Wagen vor. Und pass diesmal auf den Schleudersitz auf. Oh. Bleiben Sie dran, Geheimagent Clank geht gleich weiter. Das war super. Ja, toll. Schalter mal um. Aber er hat gesagt, dranbleiben. Setzen die Live-Schaltung nach Weldin fort. Vor wenigen Stunden wurde der Planet vollkommen überraschend von schrecklichen Aliens überfallen, den Tyrannoiden. Von offizieller Seite wird vermutet, dass der böse Robo-Superschurke Dr. Nefarius den Plan des Tyrannoiden-Angriffs ausgeheckt hat. Wie Sie sehen, wehren sich die galaktischen Schutztruppen wirklich tapfer. Sie sind aber diesen Tentakelmonstern nicht gewachsen. Es scheint, dass dieser abgelegene Planet in wenigen Stunden völlig zerstört sein wird. Darla Gretsch, Kanal 64 News. Wir fliegen heim. Heim klein geschrieben! Heldin ist in der Solana-Galaxie. Oh nein, nicht der gravimetrische Warp-Antrieb. Der ungetestete gravimetrische Warp-Antrieb? Der, den du aus Blagmetallschrott gebaut hast? Kommst du? Wir sind verloren. Juhu! Wie war das? Ich hab mich geirrt. Hoffentlich sind wir nicht zu spät. Oh mein Gott, das wäre geil gewesen. Wer hätte da kriminelle Warp-Antrieb jetzt einfach nicht funktioniert, weil man startete einfach, bumm, explodiert. Und dann einfach die End und ciao. So. Hier, wunderschön, Ladebildschirm ist existent. Willkommen. Also, was? Das ist eine Antwort. Willkommen. Willkommen. So, also, ich arbeite hier. Was glaubst du? Egal. Eine Kleinigkeit? Ihr könnt sagen, ob ihr es wollt oder nicht. Ich will's dringend. Es ist das da. Es macht nicht mehr Damage. Es hat nicht mehr Range. Es sieht einfach genial aus. Wenn ihr es nicht, wenn ihr meint, dass das gecheatet ist oder sowas, sagt Bescheid. Das sind doch die galaktischen Schutztruppen. Hey, da ist ein neuer Sergeant. Was? Hier, Sarge, nehmen Sie mein Gewehr. Es sind so viele, wir werden alle sterben. Drücke die Kreistaste, Alter, pessimistische fucking Roboter. Wer auf diese Idee gekommen ist, ist ein Genius. Also, du kannst die Kamera dieses Schwert ist ein kleiner Cheat. Er hat so nicht viel verändert. Die Cheats in Ratchet & Clank, die eingebaut worden sind, generell, glaube ich, der hat keinen wirklichen Vorteil, außer bei der PS4, wo irgendwann, was war, kein Damage mehr kriegen? Sowas? Keine Ahnung. Ich erinnere mich nicht mehr ganz genau. Zack. Wir machen hier ganz genau gleich wie bei Ratchet & Clank 2. Das heißt, wir nehmen eine Waffe,
Wir leveln die erst ganz hoch, dann wechseln wir zur nächsten Waffe und leveln die ganz hoch. Bin ich froh, Sie zu sehen, Sarge. Das feindliche Fahrzeug beschießt uns. Jemand muss es ausschalten. Ich rate mal, der jemand bin ich. Ein Freiwilliger. Hier, Sarge, für Sie. Eben Feuerschutz. Von hier aus. Versuche den... Ja, ich weiß. Zack. Das bekommt man, wenn man in Pausenmenü Kreis, Quadrat, Kreis, Quadrat, oben, unten, links, links drückt. Und wenn man es nicht haben will, einfach, ja. So. Wie man halt gerade will. Nope. Ich brauche nicht so eine schäbige Bomben, Granaten, Werfer, Ding. Ich habe meine Schrotflinte. Meine Güte, das war ein laggy Kampf. Zack. Wie vielleicht aufgefallen ist, habe ich es nach ewig langen Probieren und jahrelanger Übung endlich geschafft, im Windows fucking Einstellungen zu gehen und auf 16x9 Einstellungen einzustellen. Ich hätte, ja, keine Ahnung. Ich habe das gesucht, überall. Und ich habe online geschaut und habe nichts gefunden. Die haben nur gesagt, ich soll so dumme Einstellungen machen, aber die Einstellungen lassen es gut aussehen, aber die halben Texturen fehlen. Wenn man jetzt so flasht, sieht man da rechts, ja, das war die Richtung. Fucking links, rechts, rechts, links, whatever, Schwäche. Sieht man das da schon hin und wieder ein wenig flashen und Texturenfehler und so weiter. Und ihr müsst euch vorstellen, dass es einfach dann wirklich halber Bildschirm ist, zum Beispiel grün und sowas ekelhaftes. Zwar sieht Ratchet dann sehr gut aus. Aber solange ich nicht gecheckt habe, wie man das machen kann ohne die Texturenfehler, lasse ich das eins mal. Zack, zack, zack. Wir sind hier auf Veldin wieder. Waren wir nicht mehr seit Ratchet & Clank 1. Ratchet & Clank 2 braucht man gar nicht drüber reden, cause of... Ich habe einiges versucht, um das zu reparieren. Den einen Glitch, dass es einfach so sagt, nope, ich bin jetzt einfach fucking weg. Für die Leute, die es nicht gesehen haben, Ratchet & Clank 2 Let's Play von mir hat nur 5 Folgen. Also momentan hat es nur 5 Folgen, aus einem guten Grund. Ganz einfach, dass ich beim Störsender, glaube ich, war das, in Magda Nebula. Es ist einfach so gecrashed, dass, nachdem ich die ganze scheiß Mission dreimal gemacht habe. Und so sagt, nope, ich gehe jetzt nicht. Sobald ich das gefixt habe, wird Ratchet & Clank 2 auch aufgenommen. Indem ich das jetzt aufnehme, ist ein kleiner Spoiler. Also kleine Spoilerwarnung. Ratchet & Clank sind im zweiten Teil nicht gestorben. Aber ich glaube, darauf werdet ihr auch selbst gekommen. Pff, Helipack. Warte. Wer benutzt bitte den fucking Helipack? Düsenpack! Ja! Das macht keinen Unterschied, aber es sieht besser aus. Hell yeah! Geld, 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 Geld. Wie? Wie ist die Lage? Die Tyros haben sich auf einen Stützpunkt im F-Sektor zurückgezogen. Wir sollen sie dort erledigen. Im F-Sektor niemals. Das ist Selbstmord. Wir landen alle auf dem Schrottplatz. Komm sofort zurück, Soldat! Wir müssen den Planeten retten. Sir, jawohl, Sir. Wie dringend haben die neue Soldaten, Surgeons und whatever gebraucht, dass sie einfach so... Keine Ahnung, wir sehen einen random Kerl, der gerade gelandet ist. Könnte ein Tourist sein. Er tötet 2 Leute mit einem Laserschwert. Und sie so, okay, du bist unser neuer Anführer. Komm, wir nehmen dich jetzt überall einfach mit. Du kannst uns alle Befehle geben und whatever noch alles. Die müssen wirklich dringend das gebraucht haben. Uah. Ich glaube, man kann hier nicht getroffen werden, aber ich erschrecke trotzdem jedes Mal. Rauf, 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 rauf. Ja! Okay, geht nicht. Schade. Zack. Bumm, bumm. Wir haben die eh gleich hochgelevelt. Wie schnell geht das? Sie kommen aus dem Geröll. Geröll wo? Da. Zack, zack, zack. Level up! Deine Waffe wurde hoch. Ich kann jetzt aufladen. Bumm. Yes. Johnny, Johnny, yes, Papa. Yes, Daddy. Johnny, Johnny, yes, Daddy. Oh mein Gott, bitte sag, dass es jetzt schon so eine Art Hentai-Version gibt von Johnny, Johnny, yes, Papa. Das ist ein wunderschönes Meme für die, die es nicht kennen.
Das ist eins der ekelhaftesten Sachen, die ich jemals gesehen habe. Und ja, das ist für uns, das ist einer von diesen Baby-YouTube-Channels, die jetzt Millionen über Millionen über Millionen über Millionen Abonnenten bekommen, dafür, dass sie Sachen hochladen, die, keine Ahnung, gefühlt verlieren die da mehr, als sie gewinnen, indem sie das angucken. Mit fucking creepy Animation, übertrieben vielen Soundeffekten, die einen, vielleicht gefällt es ja ein Kind, vielleicht checkt der, was da los ist. Aber ich als ein Kerl, der Stunden über Stunden an Editing schon hinter sich hat, aus privaten Gründen, ich meine, die Schwanzlänge in Pornos sieht man, tut sich nicht von alleine verlängern, Sir, per Photoshop. Der Präsident ist in der Leitung. Wie steht es an der Front, Soldat? Ist das Geheimagent Clank? Guten Tag, Sir. Wir helfen hier aus. Das ist eine große Ehre. Und einen Chauffeur hast du auch dabei. Was? Nein, nein, nein. Einen Moment, Sir. Agent Clank, wir müssen Dr. Nefarious aufhalten. Nur ein Mann hat jemals einen Kampf mit ihm überlebt. Soeben erhielt ich einen Geheimbericht über seinen Aufenthaltsort. Hier, seht selbst. Die heutige Folge von Rätsel der Natur behandelt das Florana-Baumonster. Tief im Dickicht des Jambo-Waldes von Florana lebt ein mysteriöses Wesen. Oder vielleicht auch nicht. Es ist eins der Rätsel der Natur. Er ist direkt durch unser Lager gerannt. Er war splitternackt, schrie und hatte eine Banane dabei. Oder vielleicht war es was anderes. Vielleicht war eins der Rätsel der Natur. Legenden behaupten, das mysteriöse Wesen sei einer der größten Superhelden, die es je gab. Scham über seinen Niedergang machte ihn zu einem Rätsel der Natur. Schalten Sie ab, um alles zu erfahren. Ihr müsst diesen Mann finden. Das Schicksal der Galaxie hängt vielleicht von ihm ab. Sind Sie sicher, dass Sie diesen Typen meinen, Mr. President? Ja, er wirkt ein bisschen durchgeknallt, oder? Mag sein, aber er ist unsere einzige Chance. Ich weiß, dass ihr mich nicht enttäuscht. Zählen Sie auf uns, Sir. Okay, ein paar Fragen. Erstens, wovon ist das der Präsident? Veldin? Universum? Solana-Galaxie? Oder was? Und als nächste Frage. Wir haben vor... Ich glaube, man hat es ausgerechnet, wie viel Zeit zwischen ein Spiel zum nächsten halt vergeht. Ich glaube, es war so ein Jahr vom zweiten auf den dritten Teil. Ich könnte mich irren, logisch. Ich glaube, es war so. Warte. Sofort kaufen, niemals kaufen. Okay, schön, dass wir das geklärt haben. Wasser ist schlecht. Wasser ist Gift. Unge hat sich geirrt. Es ist Wasser. Die Tastenbelegung auf deinem. So. Ach, keine Ahnung. Warte. Ich habe mich jetzt wieder abgelenkt, wie immer. Und instant vergessen, was ich gerade gesagt habe. Warte, worüber habe ich gerade geredet? Ah ja, Zeit, wie viel da vergangen ist. Das war ein Jahr, glaube ich. Und in diesem einem Jahr hat man es geschafft, einfach zu vergessen, dass, weiß nicht, wie viele Planeten von Drag zerstört wurden. Wow, Arschloch. Komm her. Das weiß nicht, wie viele Planeten von Drake zerstört wurden. Und dass wir sie gerettet haben, so ziemlich, die Galaxie. Das hat man irgendwie sofort vergessen. Man war gerade. Im letzten Ratchet & Clank hat es ja damit angefangen, wie Ratchet sich gelangweilt hat. Kippt keine Abenteuer mehr für ihn. USW. Und da haben sie halt erzählt, wie viel sie gefeiert haben und weiß nicht was alles. Und jetzt hat man alles vergessen, oder was? Und jetzt ist ganz plötzlich so Clank, der einzige Superheld nach denen. Ach, keine Ahnung. Wir kaufen uns sofort den N60 Sturmgewehr. Das nur Sturm. Fuck it. Eine gute Allzweckwaffe für einen Einsatz in verschiedenen Situationen. Das ist eine zerstörerische Nahkampfwaffe mit großer Reichweite. Mit der Peitsche kann man mehrere Gegner gleichzeitig treffen. Aber das interessiert uns nicht, da die Peitsche einfach nur Dreck ist. Außer im letzten Level. Und bis man das mal hochgelevelt hat. Ach, keine Ahnung. Vielleicht kaufe ich es ja irgendwann. Keine Ahnung. Zack. So, wir können gleich weiter. Ich kann gleich einen Tipp geben.
Und das ist, wenn ihr diese Waffe habt, ihr schießt. Also, wenn ich frage, wieso ich gerade so schnell schieße, das ist ganz einfach, weil ich nicht gedrückt halte, sondern selbst drücke. Die Waffe schießt wirklich schneller, wenn man selbst drückt. Das ist übertrieben. Als Beispiel, schau. Das da ist, wenn ich gedrückt hatte und jetzt... Ja, minimaler Unterschied. Zack, 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 zack. Wir sparen gleich Geld für die Rieder, wie im ersten Teil, weil dann zum Schluss kaufe ich sie mir gar nicht, weil ich ein Vollonk bin. So, zack. So. Zack, zack, zack. Ich vergesse nicht die ganzen Secrets hier. Wie Ratchet Clank 1 als Vorwarnung. Ich kenne mich beim Anfang aus und dann ab irgendeinem bestimmten Level einfach null. Ich glaube, die können sich nicht wehren, oder? Ja? 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 Okay. Na, fuck it. Rüber. Raps. Ich habe mir jetzt eine tolle neue Synchro-Strategie ausgedacht. Ausgedacht heißt, ich habe sie bei dem anderen abgeguckt, weil ich dachte, ja, das ist eigentlich nicht mal so dumm. Einfach in eine Welt reingehen und so 1, 2, 3 machen mit der Waffe und dann hat man synchronisiert mit dem Game. Also das Problem hat man, glaube ich, nur, wenn man Audacity benutzt, wie ich. Titan Bolt. Ach ja, hier ist ein Titan Bolt. Zack. Hier sind jetzt Titan Bolts. Zweiten war es Platin, ersten Gold. Ich erinnere mich nicht mehr, wie sie bei den PS3-Teilen heißt. Bei Gladiator weiß ich, dass es die nicht gibt. Warte, ich glaube, ich kann noch Muni wieder nachkaufen. Zack. Ja, kann ich. Wow. Kamera. Zack, Munition. Wow. Ganz unauffällig leuchtet uns da hinten etwas Hübsches an, das wir uns bald holen. Davor aber schauen wir erstmal das Level zu schaffen und schauen wir, dass das Spiel nicht einfach mittendrin einfach so sagt, nope, ich funktioniere nicht. Alter, das hat mich so geärgert. Das war, ach du meine Güte. Ich glaube, ich war so 2 Stunden im Game drinnen. Ich habe sogar sehr viel weggeschnitten. Ich hatte weggeschnitten, zum Beispiel, wie ich 3 Versuche gemacht habe nochmal. Ja, Inferno-Modus. Wir sind unsterblich und haben mega starke Schläge jetzt drauf. Können nicht mehr schießen. Ich habe den Störsender, glaube ich, 5-mal probiert insgesamt. 3-mal weggeschnitten. Ja, ich weiß, wie man das macht von Ratchet & Clank 1, zufälligerweise. Benutzt Ratchet & Clank 1 und 3 dieselbe Engine? Frage ich mich. Denn der 3er sieht wesentlich besser aus als der 1er. Also entweder sie haben sie gemastert, die Engine, oder es ist neue. Zack. Ich weiß bis heute nicht einen anderen Weg hierher, deswegen ich nehme immer diesen Weg, um die Ratchet-Trophäe zu bekommen. Du hast die Ratchet-Trophäe. Es ist wunderschön, dass die Ratchet-Trophäe die erste Trophäe ist, die man kriegt. Könnte aber auch die letzte sein oder so. Keine Ahnung. Hier ist Money. Da hinten warten Leute auf mich. So, nicht frech werden. Zack, 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 zack. Wir rushen da jetzt einfach mal durch. Whip. Versuchen nichts zu vergessen. Laserschwert sieht awesome aus. Zwar ein bisschen buggy, aber... Komm, das Spiel ist aus 2003, glaube ich. Hier? Nein, 2004 war. Ja, Ratchet Clank 1 war 2002. 3er ist dann... also 2003 ist danach Ratchet Clank 2. Und der ist in 2004. Das ist auch brutal, wenn man bedenkt, dass die... Also das Insomniac... jetzt ja... Weiß nicht, ich glaube 16 Teile rausgebracht haben von Ratchet? Aber nicht 16, nicht 16. Es gibt 16 Spiele. Nicht alle sind von Insomniac. Zack. Zack, ich tue es ein wenig, um Zeit zu schinden. Damit ich erzählen kann. Da vorne ist eine Cutscene, deswegen... nicht sterben. Zack. Sonic hat jetzt, weiß nicht, sagen wir mal 10 Spiele, geschätzt, rausgebracht, Ratchet & Clank, so alle Jahre ein neues. Außer logisch den PS4-Version, das kam nach, glaube ich, 2-3 Jahre Abstand. Was ich nicht schlimm finde, ich finde, die sollten jetzt eine Pause machen. Überall hat man jetzt gelesen, dass im Sonic das neue Spiel rausbringen wird, sobald sie Spider-Man fertig haben, was sie jetzt ja haben.
Ich finde, die sollen sich so lange Zeit lassen, wie sie einfach schaffen. Und einfach ein richtig geniales Spiel danach rausbringen sollten. So richtig, was mit neuen Motivationen, ganz neue Waffen, ganz neue, alles neu. Neue Story, alles neu. Also logisch, ja, Story sollte logisch weitergehen von da, wo sie sind. In neue Story heißt, ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Einfach neue Geschichte, so im selben Universum und alles. Das ist ein Spider-Man-Game, apropos, das sieht ultra genial aus. Dazu kann ich ja noch gleich kommen, nach der Cutscene.